Hallo ihr Lieben, ich habe bei eBay Kleinanzeigen ganz viele Cabochons bestellt. Also es ist eine XXXXXXL-Bestellung von Cabochons. Den Preis, wie viel ich da bezahlt habe, werde ich nicht sagen, weil ich habe auch ein bisschen übertrieben. Aber ich schaue da immer mal, weil es ja für mich nicht so einfach ist, an diese Cabochons ranzukommen. Und da schaue ich immer mal bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay und so weiter. Und ja. Und da hatte eine ganz, ganz viele Bilder. Also ich glaube, es waren vier Anzeigen. Vier oder fünf Anzeigen, aber 20 Bilder. Und auf jedem Bild waren andere Cabochons zu einem anderen Preis eben. Immer so 28 Stück oder also bis 50 Stück. Und da habe ich einfach gedacht, diese Chance, die muss ich mal nutzen. Wenn jemand so viele verschiedene Cabochons reinstellt, ich habe nicht komplett alle genommen, aber fast alle, würde ich jetzt mal sagen. Und also ich habe auch jetzt gerade in der aktuellen Lage noch ein bisschen mehr online bestellt. Da muss ich mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert mit den Cabochons und dann, wie viel ich euch jetzt in dem Video noch zeigen kann oder ob es noch zwei andere Videos geben wird oder ein anderes. Auf jeden Fall möchte ich erstmal euch die Cabochons zeigen, alle. Flatbacks, Cabochons, wie auch immer. Ich habe Handschuhe an. Diese. Ich habe die in keinem Krankenhaus geklaut oder irgendwas. Die habe ich schon seit ungefähr einem Jahr, wo ich angefangen habe, halt dieses Gießharz und so zu machen. Ich habe mir jetzt auch ein ganz blödes, ja, einen blöden Ort hier rausgesucht. Und zwar bin ich gerade bei uns auf dem Bett. Also ich hoffe, ich wackel nicht zu sehr. Hab mir hier bloß so einen Beutel vom Teddy oder Kick drunter gelegt mit einem Hasi. Dachte ich, ist vielleicht passend. Und ich habe die Handschuhe jetzt nur an, also weil ich gerade ein bisschen mit Harz rum hantiert habe und aktuell auch Creme dran habe an meinen Händen, weil die ganz schlimm aussehen, halt ausgetrocknet durch das viele Händewaschen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich sowieso immer in der Jahreszeit ganz viel die Hände wasche und jetzt natürlich noch mehr und deswegen sehen meine Hände furchtbar aus. Aber egal, ich zeige euch jetzt mal die Cabochons. Da stehen jetzt auch noch die Nummern drauf, weil sie hatte die halt alle immer nummeriert. Aber das ist ganz blöd. Ich habe, oh, ist auch mega unbequem. Ich hocke jetzt sozusagen neben meinem Bett, aber nicht so schlimm. Oh, kriege ich das jetzt überhaupt gut ab? Das hätte ich vielleicht vorher mal probieren sollen, aber doch, es geht. Jedenfalls hat Hermes ganz schön lange gebraucht, bis sie mir das geliefert haben, sozusagen. Und dann war die Freude umso größer. Als es dann endlich ankam, ich schütte jetzt einfach mal ein bisschen aus, damit ihr so ein paar Farben mehr seht. Und zwar sind das hier diese kleinen Miezekatzen. Es sollen ja keine Hello Kitties sein oder es sollten Hello Kitties werden und sind halt einfach, ist halt so eine kleine Nachmache geworden. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt auch mit den Handschuhen relativ gut hin. Alle möglichen Farben. Lila. Und rosa. Also richtig niedlich. Und es sind so viele, so extrem viele. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht schon hier draus zwei Videos machen. Weil es wird ja vielleicht auch nicht je, also alle interessieren. Manche bestellen die sich ja selber, ne? Aber ja. Dann sind hier Hello Kitty-Köpfe. Also es ist auf jeden Fall mega viel Hello Kitty dabei. Aber ich konnte halt nicht widerstehen. Ich hätte natürlich weniger bezahlen können und hätte mir nur ein paar ausgesucht. Aber das war einfach ein totaler Glücksgriff für mich. Ja, hier hat man halt diese ganzen Hello Kitty-Köpfe. Gelb, rosa, pink, grün, lila. Oh, die sind so süß. Oh Gott. Und da habe ich jetzt so viele von. Ich freue mich mega, dass ich die Anzeige gefunden habe. Ich kann es gar nicht fassen. Ich hoffe, das knistert jetzt nicht allzu sehr.
Aber ich kann es ja jetzt auch nicht ändern, weil das ist alles jetzt halt separat in die Tütchen eingepackt. Sind wir bei 5 Minuten. Naja, hat er auch ein bisschen gequasselt am Anfang. Mal gucken, ob ich das noch schnell hinbekomme. Ich kann das ja ruhig hinter der Kamera machen, weil die Nummern nützen euch ja auch nichts. Ich habe ja nicht irgendwo in einem Shop bestellt oder so. Dann haben wir hier diese Schleifchen mit noch einem Schleifchen, auch in sämtlichen Farben. Auch richtig viele, also es sind immer so ungefähr so viele. 38, wie gesagt, 38 war, glaube ich, das Minimum, was manchmal in so einem... bei so einer Sorte war, und ansonsten auch oft 50 oder 48. Oh Gott, ich sehe schon, es wackelt. Das tut mir mega leid, aber bei uns, dadurch, dass die Kinder jetzt alle zu Hause sind und mein Freund auf Arbeit, sieht es bei uns dementsprechend auch aus. Beziehungsweise habe ich mich auch mit dem ganzen Harzzeug und um meine Teilchen zu verzieren komplett auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet. Und deshalb fällt der Tisch schon mal weg. Naja. Dann haben wir hier einmal diese Häschen. Ach, die finde ich auch so süß. Da habe ich auch schon mal ein paar gehabt. Oder habe immer noch ein paar, aber eben so viele nicht. Und auch nicht von jeder Farbe. Die sind mega süß, der Lilane. Gefällt mir am besten irgendwie. Niedlich. Ja, jedenfalls habe ich gerade Creme auf meinen Händen drauf, und damit ich nicht alles rumschmiere, und eigentlich habe ich das immer bloß abends gemacht, auf der Couch, so kurz vorm Einschlafen, damit das mal ein bisschen einwirken kann, weil tagsüber macht es keinen Sinn, wenn man so viel noch rummehrt. Und jetzt habe ich gedacht, ja klar, einfach mal Handschuhe drüber ziehen und dann kann das mal ein bisschen einwirken und ich schmiere halt nichts voll. Aber ich habe mir schon echt vor dem Video Gedanken gemacht, ob da nicht vielleicht irgendjemand sagt, ja hey, gib die doch lieber ins Krankenhaus, warum hast du solche Handschuhe? Aber ich habe die, wie gesagt, schon ewig und auch nicht mehr so viele da. So. Haben wir noch diese Blümchen. Die sind auch cool. Sind auch ganz viele mit drin. Ich glaube, die hier sind noch alle da. Ne? Ich werde gleich alles daneben schmeißen. Ich versuche das halt gleich so ein bisschen wieder zuzumachen. Aber es sind so viele. Ich glaube, es wären wirklich 2 Videos. Also das kann ich gar nicht schaffen in einem Video. Und das alles vorher auspacken und vorher aufmachen, wäre ja auch blöd gewesen. Ne? Weil ich habe gerade schon genug Päckchen überall rumstehen und rumstehen und die Kinder mit ihrem Spielzeug. Dann. Habe ich mir diese Herzchen noch rausgesucht. Oh, die sind auch cool. Mit dem Blümchen noch dran. Ja, ich dachte, wenn ich schon mal so eine riesen Capuchon-Bestellung mache, dann muss ich sie euch auch mal zeigen. Und für die, die es nicht interessiert, die gucken sich dann halt einfach nicht an. So, dann. Ganz, ganz viele von diesen Hasis. Passt ja jetzt auch gerade super. Also ich werde auch gar nicht alle behalten. Ich werde einfach mal, vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal tausche, dann auch mal ein paar vertauschen und meinen Mädels geben ein paar. Weil, auch, weil ich nur so viele habe. So viele braucht ja kein Mensch. Aber es ist schön, von jeder Farbe wenigstens mal so 10 Stück oder so zu haben. Oder 5 Stück pro Farbe und pro Sorte. Ja, dann ganz normal, vielleicht zeige ich es euch auch einfach so, oder? Das reicht doch auch. Dann sind das einmal diese Blümchen.
Die wollte ich mir auch schon immer mal bei Dorian Beats bestellen, aber ihr wisst ja, ich habe ja kein PayPal und da ist das immer ein bisschen kompliziert und wusste ich nicht, mit welcher Zahlart ich da bezahlen soll. Aber die haben mich auch schon immer interessiert, weil die auch relativ groß sind und ich habe die mir immer halt mini vorgestellt. Also die, ich packe die jetzt nicht mehr aus, sonst, oh Gott, hier fällt schon alles raus. Ah, nein. Naja, ist so schlimm. Ihr werdet ja jetzt nicht die Kamera, ihr werdet ja jetzt nicht auf Pause drücken und durchzählen, ob da wirklich genug drin ist. Dann haben wir einmal diese Hello Kitties mit einem Apfel in der Hand. Richtig süß. Oh. Und auch mal ein Blau, das sieht man ja auch selten, ne? Dann dieses Peach-Orange-Farben. Oh Gott, meine Beine schlafen gleich ein. Das ist echt eine blöde Position. Dann die, auf die habe ich mich auch riesig gefreut. Die kleinen Wale. Von allen möglichen Farben mit dabei. Dann, hier habe ich noch ein paar Hello Kitties gefunden. So. Dann, die sind fast alle umgedreht, das ist jetzt natürlich blöd, aber ihr seht es ja, gell? Diese Teddys in allen möglichen Farben. Dann nochmal Teddys, bei denen auf dem Bauch steht Love drauf. Diese. Dann die Delfine. Auch richtig cool. Steht auch Love drauf. Dann sind hier nochmal andere Teddys, also Teddy-Mädchen. Mit einem Kleidchen oder Röckchen an. Kleidchen. Oh, ich freue mich so riesig. Ich habe mich wie ein kleines Kind drauf gefreut, dass diese Bestellung endlich ankommt. Also, beziehungsweise das, was ich mir halt bei eBay Kleinanzeigen rausgesucht habe. Da lohnt es sich wirklich, bei allen immer mal da zu schauen. Zum Beispiel mein erstes Gießharz habe ich auch über eBay Kleinanzeigen bestellt. Na, also wenn man dann sich noch nicht sicher ist, ob man das immer machen will. Oder ob man, wenn man sich nicht sicher ist, ob es einem wirklich Spaß macht, dann kann man ruhig erstmal da gucken, wo dann manche vielleicht Reste noch verkaufen, wo man es erstmal probieren kann. Dann hier diese Hasis mit diesen kleinen Hasis noch dran. Auch richtig viele und so schöne Farben. Ich bin total verliebt. Ich freue mich so sehr. Dann hier. Na, wo sieht man denn mal welche? Da. Große Erdbeeren mit kleinen Erdbeeren dran. Dann diese Bonbons. Die sehen halt so aus, ne? Mit Schrift dran. Also irgendwie wie so richtige Kaubonbons. Und mir hat halt auch, ich habe halt meine Gießharzteile, die ich schon vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren fertig gemacht habe, fertig, die habe ich jetzt verziert und so ein bisschen Klimbim dran gehangen und so. Und mir ist aufgefallen, dass ich so wenig habe, was ich draufkleben kann, womit ich die noch besonderer machen kann. Und mir fehlen auch Schlüsselringe in Gold, mir fehlen diese Schraubösen in Gold. Mir fehlt eigentlich so viel, so dass ich alles mir bereitgelegt habe und alles fertig machen wollte und dann gar nicht wirklich weiter konnte. Das ist halt blöd, deswegen ich muss mir auf unbedingt noch mal was bestellen. Ich dachte jetzt auch die ganzen China-Shops, die liefern gar nicht mehr aus. Also man kann halt bestellen, bekommt es dann halt anstatt einen Monat später halt 10 Monate später vielleicht. Aber ich habe jetzt gesehen, diese Jum-App zum Beispiel, also bei denen steht gar nichts drin, von wegen, dass sie gerade nicht liefern können. Dann hier sind nochmal solche Hasis. Und da werde ich mir jetzt doch mal noch ein paar bestellen. Von diesen Schlüsselringen und so weiter. Damit ich endlich alles fertig machen kann. Beziehungsweise die Teile, die ich jetzt neu gegossen habe, auch weitermachen kann. Total süß. Oh.
Aber das sind dieselben, ne? Also irgendwie, da stand zwar drin, das sind unterschiedliche, aber ich sehe gerade, das sind einfach tatsächlich dieselben. Oder? Täusche ich mich da? Aber ist auch egal, dann habe ich die halt doppelt so viel. Ist auch schön. Dann habe ich noch diese Herzen. Immer diese schönen pastelligen Farben. Ich liebe es. Dann noch diese Hasis. Also es nimmt kein Ende, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich kann euch dann gleich mal den Berg zeigen, wo ich die gerade jetzt die gezeigten wieder draufgelegt habe. Dann haben wir hier nochmal Hello Kitties. Kann man ziemlich gut erkennen, ne, wie die aussehen. Dann diese Cupcakes, die kennen wahrscheinlich auch schon viele. Da habe ich, glaube ich, auch schon etliche davon. Aber egal, man kann davon, glaube ich, nicht genug haben. Da kann man schon mal ein bisschen übertreiben. Dann nochmal die. Oh, hier sind aber auch schon manche Tüten halt offen. Sind schon ein paar in den Karton gefallen, aber nicht so schlimm. Oh, die sieht auch cool aus. Ach so. Die hing jetzt so auf diesem Rosa, das sah das Lila aus. So. Irgendwie richtig cool. Aber es sind blaue. Trotzdem süß. Mit gepunktetem Kleidchen. Sonst könnte man ja denken, die sind ähnlich. Also, oder die sind die gleichen wie die anderen mit dem Kleidchen. Aber sind wahrscheinlich doch alle ein bisschen verschieden. Dann hier nochmal Cupcakes. Sehen auch wieder so aus, als wären es dieselben, aber sind es nicht, weil hier steht was drauf. Happy. Dann noch diese tollen Erdbeeren. Dann Schmetterlinge. Die sind auch richtig schön gemacht. Finde ich auch wieder. Irgendwie bin ich so. Also blau ist zwar meine Lieblingsfarbe, aber so beim Basteln überhaupt nicht. Aber die Cabochons mit diesem Hellblau finde ich echt oftmals am schönsten. So, dann haben wir hier noch diese Mädels. Und habe ich jetzt von diesen ganzen Sorten so viele. Ja, ich habe es bestimmt jetzt schon 10-mal gesagt in dem Video. Ich freue mich mega. Also vielen lieben Dank nochmal. Falls du das Video siehst, für diese tollen Cabochons. Also ich habe sie auch gefragt, ob es selber bei YouTube ist, weil ich zeige euch gleich noch was. Und weil das kam mir so vor, wie als würde sie bei YouTube sein können, weil sie eben ein Talent hat, ne? Beziehungsweise, ja, das war's schon. Genau. Jetzt liegen hier bloß noch so ein paar einzelne Hello Kitties rum in meinem Karton. Und eine Erdbeere. So. Ui. Genau. Aber jedenfalls ist sie nicht bei YouTube. Aber sie überlegt auch, einen YouTube-Kanal zu machen. Und zwar hat sie mir drei Goodies mitgeschickt. Also ich war total baff. Ich konnte es gar nicht glauben, weil das ist ja mal mega lieb, ne? Ich meine, gut, ich habe jetzt zwar eine Riesenbestellung gemacht, aber es ist ja trotzdem nicht selbstverständlich, ne? Das kann ja jeder selber entscheiden, ob er Goodies mit reinpackt oder. Ach, nicht nur drei. Ich sehe gerade also gar noch viel mehr dabei. Oh, schaut euch das mal an. Kann ich mir ans Handy dran machen? Wie so ein kleiner Schutzengel. Ein Perlenengel. Perlenschutzengel. Einmal das ist mit dabei. Jetzt schiebe ich mal die Cabochons beiseite. Das ist jetzt in einem Tütchen drin. Hat sie mir in solche schönen Tütchen gepackt. Davon will ich mir auch noch ein paar bestellen. Und dann, ja, diese kleinen Schlüsselringe sind auch mega cool. Und einmal das. Als solche Mini habe ich ja auch gar nicht. Na, man kann es jetzt schlecht erkennen, ne? Aber wenn ich Eger wieder da in meinem Handschuh, dann ist da auch Schatten. So sieht's aus.
Der Schmetterling ist auch mega, ne? Wie der schimmert. Also irisiert. Richtig hübsch gemacht. So, und dann habe ich noch zwei weitere Tütchen mit drin. Mit Goodies, also mega hübsch. Ach, und da ist immer zwei was drinnen. Das ist ja der Wahnsinn. Und das finde ich mega. Das werde ich wahrscheinlich einem von meinen Mädels schenken. Mal sehen, wenn sie sich nicht streiten. Ansonsten muss ich es selber behalten, weil das ist mir sonst zu riskant. Wenn sie sich entscheiden können, dann kriegt eine eins und die andere das andere. Und ansonsten behalte ich sie alle für mich, um dem Ärger aus dem Weg zu gehen. So, einmal das. Da hängt auch hier. Was hängt hier alles dran? Eine Libelle noch und so. Und das auch wieder. Wie so ein Handyanhänger mit dran. Richtig schön. Oh. Wahnsinn, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich habe mich ja sowieso schon auf die Cabochons gefreut, ne? So, dann hat man hier in diesen Farben so einen Perlenengel. Freue ich mich mega. Dann sehe ich auch mal genau, wie die gemacht sind, weil die habe ich auch noch nie gemacht. Wollte ich aber auch mal probieren. Mal gucken, ob ich das mal machen werde. Ob ich da Talent dafür habe, weil, also mit Talenten, man kann sich ja alles anlernen, antrainieren, aber ob meine Geduld dafür reicht, um sowas zu machen. So. Und der ist auch schön. Ja, irgendwie wieder mit Blau. Ich bin eigentlich gar nicht so der Blau-Bastel-Fan, aber das sieht cool aus. Wow. Drei Perlenengel-Anhänger. Dann diese zwei wie Medaillons. Das ist wirklich richtig toll. Ich frage mich auch, was ist denn da drinne? Was ist denn das? Also ist das ein Sticker oder ist das so eine Folie, die extra fürs Resin-Gießen gemacht ist? Weil so einen kleinen Sticker habe ich ja noch nie gesehen und schon gar nicht in der Art. Irgendwie dieses Einhorn. Entschuldigung, das sagt mir irgendwas, ne? Euch auch? Und dann zu guter Letzt noch dieses. Hast du ein kleines Wölkchen dabei? So Perlenkappen und sowas habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ach, guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ich dachte schon jetzt, es gibt hier Perlenkappen mit so einem Haken dran. Das wäre natürlich sehr praktisch gewesen, aber dann müsste man es ja kleben, ne? Nee. Oder ist es doch? Doch, das ist so, ne? Nee, ist es nicht. Nee, das ist wirklich so ein Teil gebogen. Aber wie man das so toll gebogen hinbekommt, das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach so ein Nietstift und der ist so gebogen, also man denkt, das ist so ein Haken. Das bekomme ich bei meinen Teilen zum Beispiel überhaupt nicht hin. Also was das angeht, sehen die katastrophal aus. Das waren die ganzen Goodies, also richtig klasse. Habe auch ein paar Euro bezahlt, ne? Aber trotzdem ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Ich wollte euch jetzt bloß mal meine fertigen Teile zeigen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch aufnehmen kann, ohne dass mein Handy vielleicht spinnt oder sagt, ich bin zu voll. Nochmal schnell, ich zeige euch das jetzt nur im Schnelldurchlauf. Habe ich einmal dieses Teil, ich hatte die euch ja ganz am Anfang schon mal gezeigt. Und seitdem habe ich nicht mehr an denen rumgemehrt, sozusagen. Und habe jetzt einfach nur noch ein bisschen Klimbim hier dran gemacht. Ja, da habe ich einmal dieses. Und dann habe ich ganz viele von diesen Pfötchen gemacht. Ich muss mal kurz gucken, welches ich schon fertig hatte. Das war das hier, genau. Und zwar sind das diese. Also irgendwie orange, rot, pink, so ein bisschen. Dann habe ich hier bloß ein Glitzersteinchen noch dran gemacht. Hinten sind sie auch ganz normal, nicht beglitzert oder so. Ja, aber ich fand die so ganz schön. Werde ich vielleicht auch welche meinen Kindern noch mitgeben. Und da habe ich jetzt schon ein paar bei ein paar, oder ich kann heute gar nicht mehr reden. Bei ein paar Teilen habe ich jetzt schon dieses Klimbim dran gemacht, aber noch nicht diesen Glitzerstein. Also den möchte ich auch bei allen dran machen. Dann das hier, da sind die Kettchen ein bisschen länger, deswegen hängt da drei was dran. Das,
Überall fehlt noch der Glitzerstein, aber sonst sind sie fertig. Da kommt nicht noch mehr dran. Die wollte ich einfach gern so lassen. Das hat mir gefallen. Dann habe ich solche ganz klein gemacht. Einmal nur so. Da hängt auch noch nichts dran. Ich weiß auch nicht, ob ich da noch was dranhängen möchte. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt in nächster Zeit, ich habe ja jetzt Zeit, zumindest abends, und es ist tagsüber auch nicht mehr so stressig, weil die Kinder sich auch mal miteinander beschäftigen können. Also irgendwie finde ich das jetzt weniger stressig. Klar, es ist nervenaufreibender, weil halt immer so eine Lautstärke ist. 24 Stunden am Tag, so gefühlt. Aber sonst ist es eigentlich für mich entspannter. So, dann das noch. Und dann, was mir am allerbesten gefällt, was ich fertig gemacht habe, das ist das hier. Das ist mein absolutes Highlight. Den werde ich wahrscheinlich selber behalten. Oder ich mache noch ein paar. Also ich habe von diesen Grunddingern, habe ich noch viele da. Entweder ich mache die noch ein paar Mal, behalte ein oder ja, mal sehen. Also habe ich hier so einen Bonbon dran gemacht. Dann hier dieser. Die finde ich auch mega hübsch, diese Perlen. Da werde ich mir auch noch verschiedene Farben bestellen. Ein paar habe ich schon. So ein Glöckchen wieder dran. Cabochon drauf. So eine Mini-Rose. Und dann wieder typisch für mich diese Jellies. Genau. So, und da mein Handy jetzt immer noch nicht streikt, zeige ich euch noch schnell was meine Mutti mir mitbestellt hat. Also, eigentlich bestellt sie mir kein Bastelzeug. Noch nie. Nicht mal meiner Kindheit oder so. Sie hat mir dann halt, wir haben dann halt mal was gebastelt oder so, aber bestellt. Und letztens hat sie gesagt, ich hoffe, du hast es noch nicht. Ich habe es nämlich bestellt. Bei Groupon wohl gab es 2 von diesen Gravurstiften für 11 Euro. Ja, es kam halt so bei ihr an. So hat es mir halt gebracht. Einen davon, einen wollte sie zu Hause behalten. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich habe ja so ein Lötkolben heißt das auch nicht. So ein Lötstab, nicht Löt. Damit kann man löten, aber das ist hier, auch wie so ein Gravurstift, eben aber für Holz. Holz und Leder, das habe ich halt schon. Mit sämtlichen Aufsätzen, mit sämtlichen Buchstaben, Formen und so weiter. Wo man halt in Holz brennen kann, ne? So ein Stift. Aber das ist auch mit Kabel und das ist jetzt mit Batterie. Und das soll halt auch für Glas sein, für Metall und so weiter und so fort. Und da bin ich mal mega gespannt, ob das funktioniert. Ob man da überhaupt eine Schutzbrille dazu braucht oder ob einem dann das ganze Zeug ins Gesicht splittert. Ich bin mal ganz gespannt. Den hat sie mir auf jeden Fall letztens mal mitgebracht. Und da freue ich mich schon mega drauf. So, jetzt wollte ich euch ja mal den Berg an Cabochons zeigen. Da ist er. Wahnsinn, oder? Also da habe ich mich echt gefreut, dass ich mal so ein Schnäppchen abgesahnt habe. Ja, genau. Ich hätte jetzt zwar noch was ich euch zeigen könnte, was direkt neben mir liegt, aber das zeige ich euch einfach im nächsten Video. Ehe das dann noch zwischendrin jetzt abbricht und ich kann ja nicht schneiden und deswegen war es das erstmal, was ich euch zeigen wollte. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Lasst euch nicht verrückt machen, bleibt aber vorsichtig. Das sind wir auch. Also natürlich passen wir auf, dass wir uns nicht anstecken oder irgendwas, aber man steckt am Ende sowieso nicht drin. Bleibt alle gesund und ich hoffe, ihr schaut im nächsten Video wieder rein. Tschüss, ihr Lieben!